Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu Tomb Raider 2, starring Lara Croft. Das Spiel ist von 1997. Ich habe das mir bei Steam neulich geholt und das ist jetzt die HD-Version. Also es gab so ein Fanprojekt, die haben das dann HD gemacht, remastered. Also das ist nicht sowas wie Anniversary. Das ist halt jetzt richtig das originale Spiel, nur halt bessere Grafik, ein bisschen besser. Die haben das auf Steam gemacht, weil da haben die irgendwie den Code halt benutzt. Da kann man jetzt schon sehen, wie die Grafik hier verbessert wurde. Wie das nicht so pixelig aussieht und schön HD-Grafik. Also zumindest von der Auflösung der Texturen. Und ja, das sieht doch schon sehr anschaulich aus. Und jetzt haben wir auch Weihnachten 2021. Und ja, ich wünsche dann schon mal frohe Feiertage und werde mich dann mal den mal hingeben, weil ich habe da irgendwie richtig Bock drauf, Tomb Raider zu zocken. Tomb Raider 1 kenne ich noch von der Demo, war das glaube ich, weiß es nicht, von der PS1. Und habe ich mal damals gesehen bei meinem Bruder und auch gezockt. Oh, das ist so 96 muss das gewesen sein, 97 auch. Und das Spiel hier, das ist halt von 97, 98 habe ich Tomb Raider 3 gesehen. Und gezockt habe ich das danach, dann so ab 98, 99 habe ich Tomb Raider 2 gezockt, Tomb Raider 3, 4 und dann irgendwann auch 5, ab dem Zeitpunkt so. Und auch Angel of Darkness angefangen, aber das war ja leider ziemlich schwer zu kontrollieren, das Spiel, ne? Nun denn, dann fange ich mal jetzt an und wünsche viel Spaß mit Tomb Raider 2. Ich habe gestern schon kurz mal ein bisschen in der Menschen gezockt, um damit klarzukommen. Und ich muss dann noch mit reinkommen mit der Steuerung. Also dann, viel Spaß, ne? Und frohe Feiertage. Kein Video? Kein Intro? Okay, einfach so. Na gut, dann sind wir jetzt hier in dieser Höhle. Und das war das erste Spiel, was ich von Tomb Raider komplett durchgespielt habe. Deswegen fange ich mit 2 an. Also das Spiel sagt mir, da muss ich irgendwie rauf. Mal gucken, ob ich es noch drauf habe. Wo war denn jetzt Springen? Da ist Springen, okay. Dann aber hier festhalten, ne? Ich muss mal kurz was testen. Da komme ich gar nicht hoch. Also ich bin jetzt sehr gespannt darauf. Weil ich habe noch gar nicht geschossen mit den Waffen oder so. Ich muss noch die Steuerung. Die Steuerung! Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Lara. Lass mich mal. Gleich verrecken schon. Boah, ist die Steuerung komisch. So, da sind wir jetzt auch im Game. Ich musste nochmal kurz die Tastatur umstellen. Ich hoffe, das klappt jetzt alles, weil jetzt habe ich hier laufen, jetzt habe ich hier springen. Und wo habe ich die Waffe? Ganz wichtig für gleich. Da habe ich das, okay. Wo war jetzt die Waffe? Ein Augenblick. Nein. 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 Mache ich das einfach so. Aber ich kann die Waffe jetzt nicht wegstecken. Und ich kann nicht laufen. Warum kann ich nicht laufen, verdammt? Ah, ein paar Probleme noch, technische Schwierigkeiten. Ich kann noch immer nicht laufen. Ich kann nicht nach vorne laufen. Gerade ging es, aber jetzt geht es nicht mehr. Jetzt bin ich in dieser Perspektive gefangen, oder wie, oder was? Jetzt kann ich nur diesen hier machen, um mich zu bewegen. Aber ich kann nicht laufen. So, und willkommen bei Tomb Raider 2. Ich habe gerade technische Schwierigkeiten gehabt mit den Pfeiltasten, die haben nicht funktioniert. Also, Pfeiltaste nach oben ging irgendwie nicht mehr. Jetzt habe ich dann irgendwie neu konfigurieren müssen und es hat funktioniert jetzt endlich. Also, jetzt geht's los. Kleine Startschwierigkeiten. Okay, so ist gut.
Das finde ich nicht unbedingt gut, aber naja, was soll man machen? Muss man mal noch anpassen vielleicht. Ich habe mich gerade so erschrocken. Wird vielleicht drin geschnitten gewesen sein. Boah, wie meine Schuhe. Moment. Ich muss mich noch hier dran gewöhnen, weil die Steuerung ist anders. Als sonst. Nein, jetzt hat es einen Flair gemacht. Habe ich doch gar nicht gedrückt. Habe ich doch gar nicht gedrückt. So, ist tauchen, okay. Eine Rolle machen. Und schwimmen. Okay. Jetzt sollte ich langsam wieder ins Spiel reinkommen. Ich glaube, wir gehen hier rauf und springen dann irgendwie, oder? Genau. Also mit dem Springen und Schießen, da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Das mache ich ein bisschen anders. Ich habe neulich, nein, die richtige Steuerung gehabt, wo ich Anniversary gezockt habe. Aber naja, jetzt muss man wieder reinkommen. Und damals war das ja schon schwierig zu besteuern. Zu besteuern, ne? Bescheuert, besteuern. So, das sind jetzt die beiden, die ich dann brauche. Okay. Verdammt. Die Pfeiltaste funktioniert wieder. Hä? Was ist das denn jetzt? Die Pfeiltaste funktioniert. Ich zock das gerade mit Pfeiltasten, deswegen wundere ich mich, warum kann ich nicht richtig steuern? Jetzt lasse ich die Löwen mal leben. Oder Tiger. Ist der Tiger. Okay, das ist der Knopf. Schon wieder so eine Grimasse von mir. Komm, neues Wasser, Katze! Na! Okay, ich glaube, ich lasse das doch drin. Das ist lustig. Also, ich weiß nicht, wie ich auf das Spiel noch reagieren werde. Da können lustige Sachen passieren. Weil damals, ey, oh. Das war schon hart. So, ich bin jetzt Naturschutz Lara Croft. Tierschützerin. Tierschutzlager. Ich töte jetzt keine Tiere mehr. Bis auf Spinnen. Und Vögel. Nein.
Ein einziger Fehler, das ist das bei Tomb Raider. Ein Schritt, ein falscher Schritt. Ich muss hier Anlauf nehmen. Ich hatte zu wenig Zeit, Anlauf zu nehmen, zu wenig Platz. Tada! Also das sind 18 Level, soweit ich weiß. Und wenn ich es schaffe, werde ich immer ein Level als Video machen. Ich hoffe, die werden nicht zu lang sonst. Weil Überlänge will ich jetzt nicht unbedingt produzieren, aber das war ja jetzt gerade mal zum Reinkommen, denke ich mal, eine Lektion, wie das Spiel halt ist, wenn man das noch nicht kennen sollte. Ich weiß ja nicht. Wenn er so zuguckt. Das macht doch schon. Ach, springen sollst du. Keine Fackel nehmen. Kreise schon die Geier. Weil das sind ja Raben, oder? Geier sind das, das sind Geier. Hab ich da was gesehen? Nein, da war nichts. Also. Jetzt geht's nochmal nach unten. Hui. Das geht ja direkt am Anfang schon ganz schön ab mit den ganz vielen Sachen, die da sind. Da zeigt das Spiel nochmal, was es kann, ne? Es ist auch so abwechslungsreicher als Teil 1, weil die Level, die sehen unterschiedlich aus. Ach du Scheiße. Ganz bedacht die Knöpfe drücken. Ganz bedacht. Und jetzt speichern. Ich habe keinen der geschützten Tiger getötet. Ha! Dafür nehme ich mal ein Health-Kit. Und speichere direkt mal. Ohne Speichern geht das doch gar nicht. Bei 3 ist das, da gibt's dann so blaue Dinger, ne? Beim Speichern, da muss man so blaue Kristalle finden. Ja, was? Kommt die Spinne jetzt hoch? Wäre es ja, die Spinne kann hochkrabbeln. Aha. Aha. Ich
Ich versuch mal irgendwas. Nicht funktioniert. Nein! Nun baller doch! Ah! Ich muss noch mit der Steuerung klarkommen. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Ernsthaft. Lustig. Da hast du ein Medikit, Lara. Willst du das nicht aufheben? Aha. Hat der nicht mehr gebrauchen können? Das Skelett ist. So, hier ging es jetzt ab, ne? Hier ging jetzt die Post ab. Ich speichere nochmal. Ist mir egal, wenn man oft speichert. Habe ich weniger Zeit, die ich da überbrücken muss beim Wiederholen. Ach, jetzt kam das erst. Geh einfach, geh einfach. Geradeaus. Und wir sind geendet. Krass. Gerade habe ich besser gemacht. Nein! Ich habe zwei Knöpfe, mit denen man auftauchen kann. Erste Level direkt so ein Stress. Ich lasse die Gegenstände mal einfach liegen, ist mir jetzt zu riskant. Uah! Zum Geier! Ich habe ein Large Kit, zwei Stück für ein kleines. Da ist ein kleines. Was ein Krampf, ey. Ein falscher Schritt.
und uns bricht uns das Genick. Ein falscher Schritt und es bricht uns das Genick. Ein falscher Schritt und es bricht uns das Genick. So, nehme ich aber erstmal Helf an. Okay. Here we go again. Schon leer? Oh, ist leer. Hat genau gepasst. Ich glaube, ich sollte mal speichern. Fühle ich mich sicherer mit. Weil so überlebt man. Das habe ich bei Resident Evil gelernt. Okay, da hätte man nicht runterspringen können. Da wäre kein Wasser gewesen. Glaube ich. Ein Lager? Okay. Was ist das? Eine Brieftasche oder was? Oder ein Laptop? Was ist für ein Zeichen? Hier war jemand. Oh. Fortschritt. Pardon me, if that was just your way of trying the doors for me. With a Tommy gun on my keyring. Though not anymore. So after you. Somehow. You don't behave like you got a monk's blood. I understand that somehow is in my favor, so indulge me about the dagger. I'd be indebted with your life. These doors are waiting for the right one, the right time to arrive, and then the dagger's blade will honor the hearts of those who believe. So unless you pledge your loyalty as well. And which one is that? To the sins and fortunes of Marco Bartoli. Selbstmord. Perhaps not just yet, then. Laptop. Okay. Keine Brieftasche. Kein Aha. Aktenkoffer. Gianni Bartelli. Via Caravelli, Venice. Internet, aha. Yes, time taken, 14 Minuten 35. Fast 2 Kilometer gelaufen, 1 Kilometer 8 und 830 Meter. Krass. Health Packs Use 1.0, Hits 143, Ammo Use 254, Kills 17. Secrets found 1. Da war ja noch ein zweiter, aber den habe ich nicht genommen, weil es war mir zu kritisch. Also hier habe ich angeblich 14 Minuten gebraucht. Aber das ist ja, glaube ich, ein bisschen länger geworden, ne? Mit den Fails. Das war jetzt The Great Wall und ich denke mal, in Video 2 wird es dann mit dem zweiten Teil weitergehen, ne? Also mit Level 2. Bis dann. Was für eine Landschaft. Pixel in HD. Cool. Aber da rutscht man runter. Da rutscht man runter. Das bedeutet, ich wollte gerade einen Rückwärtssalto machen. Aber ich brauche noch etwas Zeit, um da wieder reinzukommen, wie gesagt. Das bedeutet. Ah! Na!
Ja, das ist Tomb Raider, so liebe ich es. Deswegen habe ich mal gesagt in einem Let's Play, dass man die Ruhe bei Tomb Raider lernen kann, ne? Da kann man lernen, die Ruhe zu bewahren. Also immer mit der Ruhe. Steck mal die Waffen weg, ey. Und spring mal hier richtig, ey. Mach mal. Nein! Hoch! Wusa! So früh! Kommt jetzt auch ein Tiger? Zum Glück konnte die miese Katze nicht schwimmen. Ich hab doch richtig gedrückt. Was soll der Scheiß? Jetzt drücke ich erst springen und dann nach vorne. So eine Millisekunde. Jetzt weiß ich ganz genau, wann ich das drücke. Das spüre ich. Ah, so geht auch. Okay. Die beiden gehen auch, die Knöpfe, wenn man die kombiniert. Weil PlayStation-Controller ist anders als eine Tastatur, ne? Das will ich mal hier unterstreichen. Was habe ich gesagt? Resident Evil? Hä? Jetzt nicht zwar sowas, aber dafür gibt es doch bei Resident Evil auch so Steine. Warte mal, das hier kam 97 raus. Resident Evil auch, oder? 96? 97? Auch so in dem Dreh. 96. Und wenn wir da runterfallen, sind wir mausetot. Ich habe noch gar nicht gespeichert. Ich habe noch gar nicht gespeichert. Wow, ist das tief. Ja, klar, einfach dranhängen. Machen wir. Und lassen los. Hui! Also an Teil 3 erinnert.